guten Morgen. Ja, Überraschung, ich bin immer noch im Pritzwalk. Pfingsten besteht ja aus 2 Tagen und wie ihr seht, heute spielt das Wetter noch mehr mit. Es ist richtig schön sonnig, ja, aber leider noch etwas frisch. Aber nachher soll es richtig schön warm werden. Ich habe noch die Regenjacke an als Schutz und nachher muss ich sie vielleicht hoffentlich nicht nochmal anziehen, aber es kann den einen oder anderen Schauer geben. Deswegen habe ich die Regenklamotten auch noch wieder mit. Ja, aber naja, der Wind ist auch noch da, aber es wird trotzdem ein schöner Tag werden. Denn ich habe wieder eine selbstgeplante Runde hier vor mir durch die schöne Gegend, ca. 90 Kilometer. Es geht erstmal gleich auf der Tour Brandenburg weiter Richtung Wittstock-Dosse. Aber da werde ich kurz vorher abbiegen Richtung Süden. Dann geht es runter bis nach Pyritz und dann wieder mache ich einen kleinen Schwenker wieder Richtung Norden, bis ich wieder hier in Pritzwalk bin. Boah, ich glaube, das ist ja eine schöne Runde. 90 Kilometer ist ja auch nicht wieder gerade wenig, aber bei dem Wetter kann man es aber auch wieder schön genießen. Und na, gerade eben war hier noch was los. Da vorne beim Mülleimer war ein Rabe, hat da alles rausgeräumt, hat da nach Fressbahn gesucht. Jetzt ist da ja Chaos. Es war nicht immer der Mensch, der alles daneben wirft. Hier habe ich es gerade eben selbst gesehen, der Rabe hat es rausgeholt. Ja, die sind ja ganz schön schlau, die Hunde, Vögel. Aber naja, ich hoffe, es wird schöne Bilder geben. Ich hoffe nicht nur, es wird schöne Bilder geben. Also wünsche ich viel Spaß dabei. Ich bin jetzt hier schon draußen aus Pritzwalk beim Waldpark Hainholz. Hier ist auch eine Radkarte, kann ich noch mal zeigen, wie ich heute fahre. Es geht Pritzwalk, da ist mal längs Heiligen Grabe, da biege ich jetzt schon ab, runter Richtung Papenbruch, nicht über die Autobahn, dann hier runter Küritz und dann irgendwo hier zwischendurch wieder zurück nach Pritzwalk. Ich hoffe, wie immer hoffe ich, es wird eine schöne Strecke werden. Hier ist noch mal gleich unten genauere Karte. Da bin ich jetzt Wildgehege darüber, Heiligengrabe, darunter Papenbruch, hier runter zu den Seen und irgendwo hier hinten mache ich wieder hoch. Kann ja nur schön werden, oder? Also auf geht's, weiter. Es ist noch früh am Morgen, 8 Uhr. Oh, ich habe Zeit. Den ganzen Tag. Ja, das ist hier schon wieder unglaublich schön. Dieses Vogelkonzert hier, die Landschaft. Wow.
Oh, ich habe gemerkt, in der Sonne wird es jetzt doch ganz schön warm. Jetzt ziehe ich mal die Jacke aus. Ich bin jetzt hier in Wilmersdorf, ein kleines verschlafenes Örtchen, ein paar Kilometer nur noch bis zum Heiligen Grabe. Hier ist es auch wieder richtig ruhig, nichts los. Aber es waren gerade eben aber auch ganz schön fiese Streckenabschnitte, leicht bergan, Gegenwind. Boah, das ist schon anstrengend, da wird man warm bei, aber noch ist es echt zu frisch, um es ein bisschen kürzer zu machen. Oh, richtig. Richtig schön, die Strecke wieder gut ausgeschildert. Ausblicke hat man natürlich, wenn man bergauf fährt. Richtig klasse. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Heiligen Grabe mit dem Kloster ist erreicht. Eine riesengroße Anlage hier aus dem 13. Jahrhundert, habe ich gelesen. Wieder imposant. Tolles Ziel hier, richtig wieder toll anzugucken. Ein toller Ort hier, den ich wieder entdeckt habe, den ich mal wieder sehe hier. Richtig klasse. Stiftskirche. Wow, das ist immer sehr imposant, was sie damals alles so erbaut haben, nur wegen des Glaubens wegen. Aber ja, habe ja auch Glauben an meine Radtour. Oh, bei dem Wetter macht es ja richtig Spaß. Also es geht jetzt wieder weiter. Hier ist nochmal eine Tafel, wo alles draufsteht. Hier bin ich jetzt im Örtchen Liebenthal, das liegt direkt am Wittstocker Kreuz und direkt auch neben dem Industriegebiet. Gerade waren die ganzen Bauten zu sehen und auf einmal ist man hier so ein kleiner Ort. Jetzt habe ich auch die Richtung wieder geändert, es geht Richtung Süden. Somit habe ich auch die Tour Brandenburg verlassen. Ja, ein richtig toller Radweg, also das Stück, was ich abgefahren habe, in den letzten beiden Tagen richtig toll, gut ausgeschildert, sehr ausgebaut. Wunderbar, ich muss sagen, wenn der Rest ist von dem Weg auch noch so ist, 1100 Kilometer ist er ja lang,
Ach, eine Reise wert, würde ich sagen. Okay, jetzt geht es erstmal weiter Richtung Süden, wie gesagt, Richtung Papenbruch. Ach ja, und es ist ja auch langsam warm geworden, jetzt habe ich auf kurz umgeswitcht. Hinter Papenbruch schaut man auf so einen kleinen Berg mit Aussichtsturm. Kann nicht so unbedingt was zu finden, aber der Ort dazu heißt Schäfenberg, da wird er bestimmt auch so heißen. Boah, aber ich habe auch so ein bisschen Berg zu bezwingen. Ja, nicht in der Höhe, sondern im flachen Meer gegen den Wind. Der ist nämlich heute doch etwas stärker. Und die Strecke, so wie es aussieht, geht jetzt einsam, nur durch kleine Ortschaften, nichts Großes, bis ich nach Küritz komme. Hoffentlich wird es auch gleich ein bisschen abseits von der Autobahn gehen, denn das ist doch schon ganz schön laut wieder hier. Obwohl nicht viel los ist am Pfingstmontag. Aber naja, das Wetter ist ja schön, bis auf der Wind. Der ist jetzt noch ein bisschen stärker. Aber egal, Spaß macht es auf jeden Fall. Kilometer 40, ich brauche mal eine Pause und perfekte Plätzchen gefunden. Das hier ist der Borker See. Wow, toll, astrein, die Sonne scheint hier schön rein, der Wind zwar auch, aber der ist inzwischen sehr, sehr warm geworden. Boah, ein bisschen Hunger hat sich eingestellt, das war ja perfekt getimt, jetzt hier zu sein. Hier ist auch noch mal eine Karte, kann ich zeigen, wo ich jetzt bin. Bin jetzt hier oben. Und wenn ich hier fertig gegessen habe, dann werde ich weiter hier runterfahren. Bis dahin, Stolpe. Und dann geht's nach Küritz. Ganz da runter, glaube ich. Das werde ich nicht machen. Aber dann geht's wieder nach Küritz und dann weiter ins Landesinnere sozusagen. Hier. So halbwegs dann wieder zurück. Aber erstmal jetzt eine Pause. Ist echt perfekt getimt. Wunderbar.
Hier befinde ich mich jetzt an einer Staumauer, bin der Borker See, da sind mehrere Bezeichnungen, Abschnitte davon. Es ist ein Stausee. Gerade kommt man leider nicht so richtig ran, weil Instandsetzungsarbeiten gerade sind. Kann man leider nicht so richtig gucken von da oben, alles abgesperrt. Aber jetzt geht's rein nach Küritz und dann übers Land zurück. Ja, und ich schätze mal mit Rückenwind. Ich habe jetzt locker über die Hälfte, bald bei 50 Kilometer. Es läuft, warm wird es, es wird immer wärmer, richtig toll, schon fast Sommerfeeling. Naja, erstmal weiter Richtung Küritz. Ich bin jetzt mittendrin in Küritz, in der historischen Altstadt. Alles wieder richtig schön anzuschauen hier. Tolle Innenstadt. Ein Eis gibt es ja auch. Eis geht ja immer. Okay. Aber eigentlich will ich weiter, aber es ist so warm. Oh nein, es wird bestimmt gehen. Ja, ich weiß gar nicht, wo es jetzt längs geht. Ich bin immer den Radweg, historische Städtekette. Wollte ich schon sagen, nein, historische Stadtkerne, die Nummer 2 ist es gewesen, immer gefolgt. Die werde ich aber jetzt verlassen. Ich weiß gar nicht, was ich so alles geplant habe. Das geht jetzt über das regionale Netz, was ich immer abfahren werde. Mal sehen, was ich da so geplant habe.
siehste, da habe ich doch das erste Highlight mit eingeplant. Hier bin ich am Gantikower See mit dem dazugehörigen Ort hier am See. Und deswegen habe ich auch die schlechte Wegstrecke wohl mit eingeplant. Das habe ich in Kauf genommen. Und eine Plattenwege, das ist nur am Rütteln und Schütteln. Aber ich würde sagen, hat sich gelohnt. Richtig toller Platz wieder hier. Aber es sieht so aus, dass der See noch nicht wieder ganz voll ist. Aber trotzdem sehr schön hier. Mal sehen, was denn gleich kommt als nächstes. Jetzt stehe ich schon wieder vor der nächsten Sehenswürdigkeit. Das ist das Schloss Demertin. Man fährt hier echt so zwischen die Felder, Riesenfelder durch. Ach, 1000 Windräder hier, die so heute natürlich ordentlich Strom bringen. Und jetzt geht es weiter auf den letzten 25 Kilometer über Dannenwalde und Schönebeck Richtung Pritzwalk. Auf den letzten 25 Kilometer wird vielleicht, weiß ich ja gar nicht, ich habe gar nicht so drauf geachtet, ob da noch irgendein Highlight kommt. Vielleicht kommt da noch ein Schloss. Kirchen auf jeden Fall, das gibt es ja immer. Und vielleicht auch wieder Rapsfelder, wo ich durchfahren. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Dannenwalde bin ich durch. Alle möglichen Wegsorten habe ich jetzt gehabt. Aber jetzt habe ich es richtig heftig. Dickes Kopfsteinpflaster, Sand an der Kante, da geht gar nichts. Ich werde jetzt einen kleinen Umweg machen, nicht über Schönebeck, sondern über Wettin. Ich werde umdrehen und über Wettin fahren. Ich weiß nicht, ob es länger ist, aber diese 3 Kilometer können ganz schön heftig werden, wenn ich hier weiterfahre. Okay, schön. Schönebeck wird ausgelassen. Jetzt bin ich in Wettin, jetzt kann ich gleich rechts abbiegen auf die Asphaltstraße. Boah, das war auch gerade eigentlich eine gute Strecke, nur die letzten paar hundert Meter jetzt hier, 300 Meter, sind jetzt auch so ein grober Kopfsteinpflaster und Sand an der Kante. Aber der Rest war gut asphaltiert, feiner Schotter, konnte man sehr, sehr gut fahren. Aber wie gesagt, dieses letzte Stück hier, das wurde auf einmal auch ganz schlecht. Aber jetzt hoffe ich jetzt auf Asphalt, genau Richtung Norden, Richtung Pritzwalk zu fahren über
Seefeld, Buchholz und dann bin ich da. Nicht mehr so lang. Schon wieder alles bald vorbei. Ich fahre gerade eine richtig schön, super ausgebaute kleine Straße. Bester Asphalt, das rollt. Rückenwind natürlich auch noch. Jetzt bin ich gerade hier im Örtchen Seefeld. Ach, nur noch 7 Kilometer. Ja, dann war's das. Verdammt, die Zeit, die rennt, das läuft alles so schnell. War noch 2 ganze Tage und es ist bald wieder vorbei. Da bin ich wieder, mitten in Pritzwalk. Mann, das letzte Ende ging jetzt recht schnell, ist ja klar. War ja ordentlich Rückenwind, der Wind ist immer stärker geworden. Boah, aber warm ist es, richtig schön sommerlich, aber es bleibt ja leider nicht so. Morgen ist schon wieder Regen angesagt, kühler die nächsten Tage. Egal, ich habe es richtig schön genutzt, das Pfingstwochenende. Heute die Tour war auch wieder richtig schön, hat mir richtig Spaß gebracht. Einiges wieder gesehen, schön kleine Orte gesehen, Landschaften ohne Ende, die sich auch immer wieder geändert haben. Richtig toll. Boah, 92 Kilometer sind es wieder geworden. Boah, mit den gestrigen Kilometern, ja, war doch sehr erfolgreich. Echt glücklich, dass ich das Pfingstwochenende jetzt doch noch nutzen konnte. 2 schöne Touren, richtig toll. Boah, ja, das richtig tolle Highlight war heute. Borker See, würde ich sagen, die Pause. Boah, das war richtig toll da. Oh, jetzt die Stadt ist ja auch immer schön anzusehen, egal ob es die kleinen Orte sind oder was ich heute noch alles so gesehen habe. Kloster und Burg und Schloss, alles war toll. Das mache ich gerne, so die Landschaften so zu entdecken, auch auf einer selbst geplanten Tour. Oh, ich kann nur sagen, Brandenburg hat mir sehr gefallen. Einige Wege waren heute dann nicht mehr ganz so toll von der Beschaffenheit her, aber dann auch wieder welche dabei, die waren richtig gut. Also boah, da muss man ein bisschen aufpassen, wo man hinfährt, aber es war richtig klasse. Ja, die Bilder hoffentlich sind auch was geworden bei dem Wetter heute. Gestern der eine Schauer, völlig vergessen. Wow, das hat richtig Spaß gebracht. Das hat mich richtig aufgebaut jetzt. Ja, was jetzt als nächstes kommt, wie ich immer sage, wird man sehen. Wetteraussichten sind noch so lala. Mann, dann haben wir schon bald Juni. Es wird echt mal Zeit, dass es mal beständig mal ein bisschen wärmer wird. Es muss ja nicht unbedingt immer heiß sein. Trockenheit ist ja auch nicht immer gut, haben wir letzten Jahre gesehen. Aber Radlwetter, das muss mal passen. Geht so wie heute. Vielleicht ein bisschen weniger Wind wäre auch nicht schlecht, aber heiß muss es nicht unbedingt dabei sein. Ja, okay, ich werde jetzt nach Hause fahren, so wie es aussieht. Wird mich da Regen erwarten. Das ist so ein bisschen schon grau und na, nicht so toll wie hier. Ich habe es voll richtig gemacht. An die nächsten Tage. Vergessen wir mal. Mal sehen, was nächstes Wochenende ist oder
übernächstes. Aber ich habe jetzt zwei schöne Touren gemacht. Das langt erstmal. Mal sehen, was denn kommt. Also, ich hoffe, es hat dann euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin, moin. Und diese Sauerei hat immer noch keiner weggeräumt. Wo ist dieser Rabe bloß wieder? Der meldet sich echt nicht.